Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der Reihe Glaubenskunde. Das Thema, das uns heute beschäftigt, heißt die Wiederkunft Jesu Christi und die Entrückung der Gemeinde. Als Jesus nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung in den Himmel aufgenommen wurde, da schauen ihm die Jünger nach und es erscheinen Engel und die Engel sagen zu den Jüngern, dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel auffahren sehen. Jesus kommt wieder. Das ist die große Hoffnung der Christen. Jesus wird wiederkommen und wir wollen uns die Frage stellen, was genau passiert bei der Wiederkunft und wie passt die Wiederkunft zusammen mit der Entrückung der Gemeinde. Seit 2000 Jahren also bekennen Christen, Jesus kommt wieder. Ich habe hier ein Beispiel aus dem Augsburger Bekenntnis. Da heißt es in Artikel 17, auch wird gelehrt, dass unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tag kommen wird, um zu richten und alle Toten aufzuerwecken, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude zu geben, die gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Hölle und zur ewigen Strafe zu verdammen. So wird es im Augsburger Bekenntnis geschildert. Wie genau wird es nun sein, wenn Jesus wiederkommt? Jesus kommt wieder und die Gemeinde wird zu ihm hin entrückt. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge und Abfolge wird das geschehen? Und da gibt es nun verschiedene Deutungen und verschiedene Varianten. Und ich möchte Ihnen drei der bekanntesten aufzählen. Das eine ist, die Gemeinde wird zu Jesus hin entrückt vor der siebenjährigen Trübsalszeit. Dann bleibt die Gemeinde mit Jesus verborgen im Himmel und dann kommt Jesus mit der Gemeinde nach 7 Jahren sichtbar wieder. Wir haben in dieser Version der sogenannten Vorentrückungslehre gewissermaßen eine zweigeteilte Wiederkunft. Jesus kommt, die Gemeinde wird entrückt, 7 Jahre Trübsalszeit und dann kommt Jesus mit der Gemeinde zusammen zum Gericht. Das ist die sogenannte Vorentrückungslehre. Dann gibt es eine zweite Version. Da findet die Entrückung in der Mitte der Trübsalszeit statt. Das heißt, die Trübsalszeit beginnt. In der Mitte, nach 3,5 Jahren, kommt Jesus, entrückt die Gemeinde zu sich. Nach weiteren 3,5 Jahren kommt Jesus sichtbar mit der Gemeinde auf die Erde zurück. Und dann gibt es eine dritte Version und das nenne ich hier die klassische Sichtweise. Und das wurde eigentlich seit den Anfängen der Christenheit bis ins 19. Jahrhundert hinein gelehrt. Und nach dieser Sichtweise finden Wiederkunft und Entrückung in einem Vorgang statt. Und zwar nach Matthäus 24 in den Versen ab Vers 29 bis 31. Dort können wir es folgendermaßen nachlesen. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den 4 Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Ja, nach dieser Version kommt Jesus nach der Bedrängniszeit wieder und in sein Wiederkommen hinein wird die Gemeinde, die Auserwählten, gesammelt. Und das ist sozusagen gleichzusetzen mit der Entrückung. Wir wollen uns jetzt eine ganz wichtige Stelle zu diesem Thema anschauen. Das steht im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 4,
die Verse 15 bis 18. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Ja, diese Stelle ist sehr wichtig, weil sie ganz klar von der Entrückung der Gemeinde spricht. Die Gemeinde wird zu Jesus hin entrückt. Und dann heißt es, werden wir sein bei dem Herrn alle Zeit. Und von dieser Stelle ausgehend hat man gesagt, es ist sozusagen ein Entgegenkommen der Gemeinde zu Jesus. Dann zieht sich die Gemeinde Jesu mit Jesus in den Himmel zurück, um dann nach der siebenjährigen Trübsalzeit sichtbar zu kommen. Und wir wollen uns das jetzt genauer anschauen, was hier eigentlich an dieser Stelle genau gesagt ist. Zuerst einmal wollen wir die Reihenfolge feststellen, die Paulus hier aufzeigt. Paulus spricht vom Kommen, von der Ankunft des Herrn in Vers 15. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn. Hier spricht er in der griechischen Sprache von der Parousia, des Kommens oder der Ankunft des Herrn. Dann haben wir zweitens das Herabkommen Jesu in Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengel und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Dann wird die Auferstehung der Toten genannt, und zugleich werden die, die leben, verwandelt werden. Das können wir in 1. Korinther 15, Vers 52 lesen. Sie werden verwandelt werden. Das heißt, die Auferstandenen und die Lebenden, die dann verwandelt werden, werden jetzt zu Jesus hin entrückt. Also wir haben das Kommen Jesu, wir haben das Herabkommen Jesu, wir haben die Auferstehung der Toten und die Verwandlung der Gläubigen und viertens die Entrückung der Gemeinde zu Jesus hin. Ja, schauen wir uns zuerst einmal das Kommen des Herrn an. Ich habe schon gesagt, der Begriff, der hier verwendet wird, ist die Parousia. Genau nach dieser Parousia, nach dem Kommen des Herrn, haben die Jünger bei der Ölbergrede gefragt. Sie haben gefragt, wann wird das geschehen, dein Kommen und das Ende der Welt? Und da benutzen sie genau diesen Begriff Parousia. Und am Ende der Endzeitrede macht Jesus deutlich, dass er wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit, mit den Wolken des Himmels, und er wird seine Auserwählten sammeln. Und genau dieser Begriff, der in der Endzeitrede Jesu verwendet wird, der wird jetzt auch hier in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 verwendet. Die Parousia. Was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Es ist einmal die Anwesenheit und die Gegenwart einer Person. Dann aber auch das Eintreten der Gegenwart, also die Ankunft. Und dann wird es im Neuen Testament immer wieder verwendet, um die majestätische Wiederkunft Jesu, des Messias und Erlösers, auf die Erde zu beschreiben. Der Begriff war den antiken Lesern bekannt. Und zwar gab es die sogenannte Herrscherparousie. Wenn zum Beispiel Kaiser Vespasian zur Kaiserkrönung nach Rom kam, dann zog er in Richtung der Stadt und aus der Stadt kamen die Würdenträger und die Bürger der Stadt ihm entgegen, um ihn feierlich nach Rom hinein zu begleiten.
Das heißt, wir haben die Parosie des Herrschers vor seiner Stadt und dann kommen als Ehrerweisung die Menschen aus der Stadt ihm entgegen, um ihn einzuholen. Das müssen wir bedenken, wenn wir mit dem Begriff Parosie oder Parosia zu tun haben. Fragen wir nach dem Zeitpunkt der Parosie. Wann genau findet das statt? Jesus macht in Matthäus 24 deutlich: Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns. Hier wird also deutlich, Jesus macht es ganz klar, erst die Bedrängniszeit und dann findet die Parosie, sein herrschaftliches Wiederkommen, sein Ankommen in dieser Welt statt, nach der Bedrängniszeit. Und so müssen wir jetzt auch hier 1. Thessalonicher 4 ab Vers 15 sein Kommen, seine Parosie ansiedeln nach der großen Bedrängniszeit. Was passiert nun bei dieser Parosie, bei dieser Ankunft, bei der Wiederkunft Jesu zur Erde? Hier wird es uns gesagt, Paulus sagt, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten auferstehen und so fort. Hier wird uns gesagt, dass Jesus vom Himmel her herabkommt. Und jetzt passiert also genau das, was die Engel zu den Jüngern gesagt haben. Diesen Jesus, den ihr habt gen Himmel auffahren sehen, der wird so auch wiederkommen. Das heißt, so wie er aufgefahren ist in den Himmel, so wird er auch herabkommen. Und wenn hier vom Herabkommen Jesu die Rede ist, dann ist es genau das Herabkommen, das die Jünger erwarten sollten. Er ist aufgefahren in den Himmel und so soll er auch wieder herabkommen auf die Erde. Uns wird also in 1. Thessalonicher 4 ein Herabkommen Jesu auf die Erde beschrieben. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Das geschieht hier in Analogie zur Himmelfahrt. Immer wenn der Begriff Herabkommen in anderen Zusammenhängen mit himmlischen Gestalten verwendet wird, geht es um ein tatsächliches Herabkommen auf die Erde. Zum Beispiel in Matthäus 28, Vers 2. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Also bei der Auferstehung Jesu kommt ein Engel vom Himmel herab. Und da wird genau das gleiche griechische Wort verwendet wie beim Herabkommen Jesu bei seiner Parosie. Oder eine andere Stelle in Johannes 3, Vers 13. Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Hier wird ebenfalls der gleiche griechische Begriff verwendet. Es geht um ein Auffahren Jesu in den Himmel und um ein Herabkommen Jesu auf die Erde. Das heißt, Jesus kommt tatsächlich auf die Erde und genau das ist in 1. Thessalonicher 4, 15 folgende auch gemeint. Und nun haben wir ja noch einen weiteren Aspekt dieses Wiederkunfts, dieses Parosiegeschehens. Und das ist die Entrückung selbst, die uns ja dann in Vers 17 beschrieben wird. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also bei der Parosie kommt es zur Auferstehung der Toten, es kommt zur Verwandlung der noch lebenden Gläubigen und dann werden beide Gruppen zusammengeführt und Jesus entgegengerückt. Hier haben wir die Entrückung. Ja, was passiert denn nun bei der Entrückung? Die Entrückung ist ein plötzliches Wegreißen, ein Wegnehmen von der Erde in die Luft dem Herrn entgegen.
Was bedeutet nun das Entgegenrücken? Hier gibt es einen weiteren griechischen Begriff, der ganz eng mit dem Begriff Parousia in Verbindung steht. Ja, man kann von einem Begriffspaar sprechen. Die Parousia auf der einen Seite und die Apanthesis auf der anderen Seite. Die Apanthesis ist das Entgegenkommen. Wir haben diesen Begriff hier in Vers 17 so übersetzt: Wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Apanthesis. Wir haben also die Parousia auf der einen Seite und die Apanthesis auf der anderen Seite. Der Herr erscheint und die Gemeinde wird ihm entgegengerückt. Und dieser Vorgang war dem antiken Leser bekannt. Und zwar, wenn ein Kaiser wie Vespasian vor Rom erscheint, dann kommen ihm, wie bereits gesagt, die Würdenträger und die Bürger der Stadt in einem feierlichen Zug entgegen. Parousia des Kaisers, Apanthesis der Würdenträger und der Bürger der Stadt Roms. Und dann treffen sie zusammen. Und was machen sie jetzt? Sie kehren in die Stadt zurück. Dort, wo die Würdenträger und Bürger herkamen, sie kommen ja dem Herrscher entgegen, um dann mit ihm in die Stadt feierlich einzuziehen. So muss man dieses Begriffspaar Parousia und Apanthesis verstehen. Wir haben dieses Phänomen auch in anderen Teilen der Bibel beschrieben. Zum Beispiel bei König David. Nach der Schlacht gegen seinen Sohn Absalom, hatte vorher ja seine Königswürde verloren, zieht er wieder zurück zum Jordan und aus Jerusalem, aus Juda, kommen ihm die Ältesten Judas entgegen und sie holen ihn feierlich ein, um ihn zurück nach Jerusalem zu begleiten, wo er seine Königswürde neu antreten darf und empfangen darf. Und es ist interessant, dass in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments ganz ähnliche Begriffe verwendet werden wie die Apanthesis in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Ganz Ähnliches finden wir auch bei dem Apostel Paulus. Als er nach Rom kommt, kommt er zur Stadt. Die Christen in der Stadt hören, dass Paulus kommt und sie ziehen Paulus entgegen, um ihn feierlich nach Rom einzuholen. Und hier werden genau die gleichen Begriffe verwendet wie im 1. Thessalonicher Brief, Apanthesis. Sie kommen ihm entgegen nach Forum Appii und Tres Tabernae, um ihn dann nach Rom einzuholen. Und auch in der neueren Zeit kann man dieses Phänomen beschrieben finden. Zum Beispiel auf einem Bild, das die feierliche Einholung des späteren Kaisers Josef II. Nach Frankfurt beschreibt. In Frankfurt soll er gekrönt werden. Er erscheint vor der Stadt Frankfurt und nun ziehen ihm die Würdenträger der Stadt im feierlichen Zug entgegen, um ihn in die Stadt zur Krönung einzuholen. Das heißt, das ist genau das, was wir auch aus der Antike kennen und es ist genau das, was hier in 1. Thessalonicher 4 beschrieben wird. Übrigens auch mit der gleichen Begrifflichkeit bei dem Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen. Der Bräutigam kommt und die klugen Jungfrauen ziehen ihm entgegen, um dann gemeinsam in den Hochzeitssaal einzuziehen. Auch hier wieder das Entgegenkommen, um dann mit ihm in den Hochzeitssaal einzuziehen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus
ihm entgegen, nicht um dann da draußen zu bleiben, sondern um einzuziehen in den Hochzeitssaal. Und genau das finden wir hier in 1. Thessalonicher 4 ab Vers 15 beschrieben. Der Herr Jesus kommt in der Parousie mit Macht und Herrlichkeit. Er kommt auf die Erde herab. Und in dieses Herabkommen hinein wird ihm die Gemeinde Jesu entgegengerückt, mit ihm vereint, um dann feierlich zusammen mit ihm auf die Erde herabzukommen. Zum Gericht und zur Aufrichtung seiner herrlichen Herrschaft. In anderen Worten, die Entrückung ist nicht ein Ereignis, das 3,5 oder 7 Jahre vor der eigentlichen Wiederkunft stattfindet, sondern es ist ein Ereignis, das eingebettet ist in die sichtbare Wiederkunft und das Herabkommen Jesu zum Gericht und zum Aufrichten seiner Herrschaft. Denn seine Füße werden stehen auf dem Ölberg, wie es der Prophet Sacharja ankündigt. Und dazu kommt er herab mit seiner Gemeinde, die vorher zu ihm entgegengerückt wurde. Ich lade Sie herzlich ein, diese Sicht anhand der Bibel zu prüfen. Ich möchte aber auch dazu sagen, es ist kein Thema, wegen dem wir uns in unseren Gemeinden streiten wollen. Wichtig ist, dass wir an der sichtbaren Wiederkunft Jesu und der Entrückung der Gemeinde ihm entgegen festhalten und dass wir uns darauf freuen und vorbereiten und das leben, was hier steht. Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das Wissen um die Wiederkunft Jesu und die Entrückung der Gemeinde ist ein gewaltiger Trost, den wir miteinander teilen wollen, den wir miteinander leben wollen und mit dem wir uns gegenseitig stärken, ermutigen und aufrichten wollen. Gottes reichen Segen wünsche ich Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.